Jetzt will ich das dann schon mehr workshopmäßig interaktiv machen, weil ist eh langweilig, da von oben runter zu sprechen. Also ich muss ein paar Dinge nachholen. Erstens mal habe ich gesagt, dass das Merkur-Board in dieser Version mit 5 Volt versorgt wird. Das stimmt natürlich nicht direkt. Das Merkur-Board wird grundsätzlich derzeit immer noch mit 3,3 Volt versorgt. Es sitzt nur in dem Sandwich auf einem Grove-Shield drauf, das wieder auf dem Relais-Shield sitzt, und am Grove-Shield ist ein 5-Volt-Stecker. Und deswegen ist es in dieser Installation mit 5 Volt, aber bitte schließt nicht das Merkur-Board selbst direkt mit 5 Volt an. Der zweite ist, muss man immer sagen, das Merkur-Board ist ein Developer-Kit, das können wir jederzeit verkaufen, jeder kann das privat benutzen, das hat, ist aber kein CE-zertifiziertes irgendetwas, also mit Vorsicht umgehen damit und nicht sagen, wir haben ein fertiges Produkt verkauft, das ist ein Selbstbausatz mit einem Developer-Kit. Entschuldige. Aber wenn wir zum Beispiel so eine Gartenbewässerung bauen, mit dem Merkur-Board drin, dann hat das kein CE-Zeichen. Mhm. Weil immer wenn man was dazu macht, müsste man es neu testen, also neu, sich ein neues CE-Zeichen holen. Damit wir uns alle da, die irgendwas einmal publizieren wollen und vielleicht in kleiner Stückzahl irgendwelchen Leuten weitergeben wollen, kein CE-Zeichen brauchen, gibt es in der EU eine Ausnahme, wenn das für Forschung und Entwicklung ist, dann braucht man kein CE-Zeichen. Der Nachteil ist, wenn man über eine gewisse Stückzahl hinauskommt, braucht man wieder ein CE-Zeichen. Also die Raspberry-Leute wollten das als Development-Kit verkaufen, dann hat die EU gesagt, nein, weil ihr habt eine Bestellung von 1 Million Stück, das ist kein Dev-Kit mehr, das ist ein Produkt. Ne? Aber wenn man nur zum Beispiel, ich sage jetzt 1000 Stück baut, dann ist es sehr wohl ein Dev-Kit und man braucht kein CE-Zeichen. Okay, wollte man nur der Vollständigkeit halber sagen. Noch eine Neuigkeit, ich weiß auch nicht immer alles, was im Verein läuft. Es gab schon und gibt immer noch den Semaf Electronics, den viele kennen, der unser Vertriebskanal für das Merkur-Board war, weil unser Shop aus rechtlichen Gründen, glaube ich, umgestellt werden musste. Der lebt wieder, der heißt iot-shop.at und das wird der Ort sein, wo dann Projektkits, also fertige Warenkörbe, wenn irgend möglich, vorliegen, sodass man dann dort, wenn man sagt, das Set gefällt mir so, wie es da ist, dass man dann nicht sich die Einzelteile zusammensuchen muss. MetaLab demnächst wieder in dem Automaten, falls das wer kennt. Echt? Und über den Hackerspace Shop können Sie das Merkur-Board auch bestellen. Das ist der Flo, falls Sie okay. Den kennen wahrscheinlich. Gut, der Verein tut zu viel, ich kenne ihn nur aus. So. Der ist derzeit leer, aber der Flo hat mich angerufen, er ist noch auf Urlaub, aber wenn er zurückkommt, wird er ihn wieder befüllen. Das ist der Hackerspace Shop. Gut, ich habe jetzt in Erinnerung, dass konkret mit dem Windows 10 Archiv und der IDE, Contiki IDE, Eclipse basierend, werden wir zeigen im vierten Teil, aber konkret will sich keiner das jetzt installieren oder kann nicht, weil niemand einen Windows-PC da hat. Und zweite Sache ist, dass man, wenn jemand gezeigt bekommen möchte oder nachvollziehen möchte, was da passiert, ob er ein Board, dass wir jetzt mit hätten mit Programmer, dass wir das dann langsam austeilen und wenn man sagt, ich will es dann am Ende der ganzen Sache gemeinsam mit unserem Tisch wirklich ausprobieren oder er hat ein Problem und sagt, ich komme nicht weiter mit der normalen Toolchain, könntest du mir da helfen oder Tipps geben. Das wäre jetzt die Zeit, das dem Peter Sauer zu sagen, damit wir auch wirklich Boards auf den Tisch bringen und Programmer, dass man was ausprobieren kann. Okay, der dritte Teil war gedacht, dass wir uns gemeinsam überlegen, wie man so eine simpelstmögliche Bewässerung, in welche Richtung die ausgebaut werden kann. Ich freue mich, wenn ihr alle eure Ideen einbringt. Ich bin jetzt unsicher, ob man, der Robert Kaiser war dabei, das AIT, Austrian Institute of Technology, hat letzte Woche einen für mich wirklich, die Margarita Kramer, einen echt tollen Workshop gemacht, muss ich erzählen. Da gibt es anscheinend wieder neue Methoden in der Produktfindung, wie man so Produkte gestalten kann. Und das heißt jetzt seit neuestem die User Experience, weil früher hat das User Journey geheißen, das war schon ganz modern. Jetzt gibt es eine User Experience
Und bedeutet, man versetzt sich, man kreiert einen Menschen, der ein, so ein Produkt wie eine Gartenbewässerung bedient und überlegt sich diese Person mit all ihren Eigenschaften sehr detailliert. Das können Ausschnitte aus dem eigenen Freundeskreis sein halt, oder kundengruppenmäßig. Und dann überlegt man sich, der hat einen Anwendungsfall von der Gartenbewässerung und soll das jetzt effektiv Schritt für Schritt bedienen. Was erfährt er? Was denkt er? Was sagt er? Was fühlt er? Und das war echt lustig, die Geschichte. In dem Sinn, weil, also hier sind zu viele Techniker, glaube ich, um sich da so stark hineinzuversetzen, aber für mich war das wahnsinnig lehrreich, weil man für den Anwendungsfall und das Produkt wirklich viel lernen kann. Ich hätte mir fast gedacht, ein Anteil wäre, dass sich eine Gruppe hinsetzt und überlegt, eine klassische Gartenbewässerung, so wie sie nicht sein soll, die User Experience, also worüber kann man sich ärgern, wenn man eine Gartenbewässerung bedient. Das wäre lehrreich, um zu wissen, wie diese nicht sein soll. Das ist auch etwas, was man da erfahren kann. Können wir uns dann später überlegen, sonst würde ich es einfach in der Runde abfragen später. Aber als Einstieg würde ich gerne schon den Versuch unternehmen, in die Richtung der echt smarten Bewässerung zu gehen. Und smart heißt immer, dass man Sensorik im Garten hat, die gut ist und die eine Rückmeldung gibt, wie viel Wasser habe ich da jetzt hineingeschüttet, wo ist das versickert und macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? So platt will ich es formulieren. Der Wolfgang Sokol von der BOKU, ich blätter da jetzt kurz nach vorne, da möchte ich auch extra noch Werbung machen. Wenn man nach Open Hardware Lizenzen sucht, findet man wenige Produkte, die wirklich Open Hardware sind, so wie das Merkur-Board. Wir haben gefunden von einem Litauer meines Wissens, ich habe einen E-Mail-Verkehr mit ihm, der war so nett, hat gleich gesagt, er schickt uns probekapazitive Feuchtesensoren und das wäre das ideale Teil wiederum, um es mit einem Merkur-Board mit I²C zu verbinden und das Wireless Sensor Network zu nutzen, um diese Bewässerung wirklich smart zu machen. Das ist jetzt mein Verständnis, ohne Sensorik wird es nicht smart werden, kann mir aber jemand was anderes sagen. Und der Wolfgang war so lieb, extra, also er lädt eine Messreihe laufen, er wird euch das alles jetzt erzählen. Ich möchte ihm gern 5 Minuten geben, um zu zeigen, wie smart und wie gut dieser Sensor werden kann. Vielleicht wird er nicht gut, weil die Messreihe ergeben hat, der ist Schrott. Ich lasse mich jetzt überraschen vom Sensor. Okay. Ich glaube nicht, dass das verbunden ist. Oh ja. Michi? Oh ja, doch. Wow. Ladest du mir bitte das PDF? Achso, ja, ich bleibe hier stehen und ja, das bitte. PDF, okay. Würde ich bitten. Wo haben wir das gut, gehabt? Jetzt machen wir ein bisschen einen Ausflug, 500 Euro. Auch kapazitiv, ein koaxiales Design. In der Mitte habe ich den heißen Pol, rundherum habe ich die Masse. Mit dem machen wir sehr gute Erfahrungen. Da habe ich natürlich jetzt das Problem, ein Sensor, 15 Euro. Was kann der überhaupt? Und genau deswegen haben wir uns den auch angeschaut. Ist auch für uns interessant, weil wir ganz gerne Felder mit sehr vielen Sensoren bestücken würden und dann drüber Geostatistik fahren, damit wir wirklich eine Verteilung bekommen. Weil mit einem so einem Sensor fangen wir nicht viel an, das ist eine Punktmessung. Und ein Boden ist aber sehr inhomogen. Also deswegen braucht man auf jeden Fall Wiederholungen und dann geht es gleich sehr schnell ins Geld. Etwas noch, die aktive Sensorfläche von unserem Sensor da ist gerade einmal so 7 cm. Idealerweise wäre, wenn ich genau diese 7 cm in der aktiven Wurzelzone eingraben kann. Also nicht nur von oben reinstechen, sondern wirklich in die Tiefe. Heißt aber dann, dass ich da hinten mein Elektronikteil irgendwie isolieren muss. Also ein Arbeitsauftrag auch. Das wäre das. Gut, gehst du bitte zur nächsten Folie. So, wir haben jetzt Messungen gemacht. Ah, ich habe den Teil. Habt ihr jetzt immer noch Fragen zu dem Dreiphasenmodell? Das ist ja ganz wichtig. Wie setzt ihr das zusammen? Boden, Luft und Wasser. So, wie haben wir jetzt einmal den Sensor untersucht? Da sieht man jetzt eine Waage. Da oben steckt jetzt diese Hydroprobe in einer Bodenprobe. Wirklich Boden, nicht Humus, also kein organischer Anteil. Und das ist wirklich eine schöne Kalibrierkurve. Ich habe da einen Volumenswasseranteil, in dem Fall gehe ich bis 45%. Also Boden sind 55%,
Luft ist draußen, weil ich gesättigt bin, der Rest ist Wasser. So teilt sie das auf mein Volumen. Das Volumen ist genau definiert, ich habe da mein Zylindervolumen, die Höhe wird gemessen. Also eine sehr schöne Kalibrierfunktion für diesen Boden. Bitte die nächste. Für 500 Euro. Ja, natürlich, für 500 Euro. Das ist, damit wir mal einen Vergleich haben. Gut, nimmst die nächste Folie bitte. Ah, ja. Was? Im Prinzip habe ich meinen Zylinder mit trockenem Boden gefüllt und dann habe ich eine Dosierpumpe und ganz langsam wird das Wasser von unten raufgepumpt. Das hat den Sinn, dass ich die Luft nach oben verdränge. Wenn ich oben Wasser reinschütte, würde ich die Luft irgendwie runterdrücken, es würde Luft drinnen bleiben. Möchte ich aber nicht, weil ich will ja eigentlich meinen Sättigungswert erreichen. Also den ganzen Punkt oben ohne Luft, damit nur mehr Boden und Wasser da ist. Und der Vorteil von dem Sensor ist wirklich, dass er über die Höhe linear ist. Ich kann den wirklich als Füllstandsensor verwenden. Halb eingetaucht gibt 50%. Der ist gigantisch, der Sensor. Viertel eingetaucht gibt 25% und so weiter. Oder in Epsilon R ausgedrückt, nicht eingetaucht gibt er 0, also 1, voll eingetaucht gibt er 80. Und das haut hin. Und das sind wirklich die physikalischen Werte und deswegen brauchen wir dann eine Kalibrierkurve, um das an Wasseranteil umzurechnen. Und die Testreihen dauern wie viel? Naja, die Sättigungsphase, wenn ich da ganz langsam reinpumpe, locker 1,5 Tage, weil ich bin schon drauf gekommen, ich darf nicht zu schnell pumpen, hängt vom Boden ab. Wenn ich einen sehr dichten Boden habe, dann noch langsamer. Die Austrocknungsphase, der Weg zurück, das wird einfach dann da verdunstetes Wasser 3 Wochen. Also da steckt schon ein erheblicher Aufwand drin, dass wir einen guten, aber günstigen Sensor am Ende haben, der womöglich auch Open Hardware ist. Und da sieht man jetzt schon die neue Variante mit dem Moisture Sensor um 15 Euro. Das ist dieser klassische Nullversuch. Ich gebe einmal Wasser rein einfach und schaue, wie reagiert der Sensor. Kriege ich wirklich bis 100% Wasser einen Wert? Und das tut er. Und das war schon mal sehr erstaunlich. Der Billige hat das geschafft. Ja, okay, der Billige hat das geschafft. Und da steckt er dann schon im Boden drinnen. Das war ein Schnellversuch, der läuft jetzt nur immer in der Austrocknungsphase. Hat mich nur interessiert. Da habe ich natürlich, damit wir die Daten kriegen, sehr rasch gepumpt. Mhm. Ja. Damit es sich für heute ausgeht. Ja, genau. Sehr, sehr nett. Gut, also Wasserversuch und ich glaube, jetzt kommen dann die Grafiken in der nächsten Folge. Also wir sind, das ist jetzt im Boden drinnen. Und ich habe da eine maximale Sättigung erreicht in dem Boden von 40%. Das heißt, man müsste jetzt diesen Bereich hernehmen, das sind die Raw Counts, das liefert der Sensor, ist eine Zahl. Mhm. Ja? Von trocken weg bis nass bin ich so knapp bei 600. Also kriege ich eine Spanne, sage ich mal, von 250 bis 350 Digits. Das ist die Auflösung. Wenn ich aber bei 2% bin, dann bin ich schon weit drüber. Also das ist vollkommen ausreichend für den Zweck, für Gartenbewässerung. Ja. Und was man auch schön sieht, reingepumpt und ich bin sogar halbwegs linear bei dem Boden. Und sogar, wie gesagt, bis 100%, also in dem Fall war es 40% Sättigung im Boden, hat funktioniert. Und da unten sieht man dann schön die Masse, die ich an Wasser reingepumpt habe. Also auf 250 Gramm habe ich reingepumpt, grob umgerechnet 250 Milliliter haben da reinpasst. Okay. Ja, also, und jetzt natürlich bin ich schon wieder da am Weg retour beim Austrocknen. Wenn jemand interessiert, ungefähr bis daher habe ich schon die Austrocknungskurve. Habe ich eine Hysterese? Das kann ich da dann zeigen. Der Wert geht da ein bisschen rüber und dann geht er runter. Hängt auch natürlich davon ab, wie groß diese Linse wird, wie schnell ich gesättigt habe. Ist wirklich alle Luft draußen, weil ich habe hier, gerade wenn ich da oben beginne zum Austrocknen, eine massive Neuverteilung des Wassers. Weil ich drehe das Wasser unten ab, das Wasser fließt unten ab und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt beginnt es nach oben hin zu verdunsten. Wohin wandert das Wasser dann in meinen Zylinder? Hinauf, genau. Also ich drücke die Luft noch besser raus, es verteilt sie noch besser. Das heißt, der Sensor spricht noch besser an. Mhm.
Also mit solchen Effekten muss man lernen, umzugehen. Und ganz wichtig wäre auch dann natürlich, wenn man das breit einsetzt, jeder Boden ist unterschiedlich. Was braucht man dazu? Eine Waage, einen Zylinder, ein bisschen an trockenem Boden, der kann lufttrocken sein, und dann stecke ich einfach meinen Sensor rein. Und dann lasse ich das austrocknen, und da kann ich eine Küchenwaage auch nehmen, stelle das immer wieder drauf, jeden Tag ein Messwert, und damit kriege ich eine wunderschöne Austrocknungskurve zu Hause. Mhm. Dauert ein bisschen, 3 Wochen vielleicht, aber dann habe ich auf meinem eigenen Boden sogar die Kalibrierfunktion. Muss man nicht unbedingt auf den Boden machen. Könnte den eigenen Gartenboden mit dem Sensor gemeinsam machen. Natürlich. Okay, ja, schönes Projekt. Also Küchenwaage, ein bisschen einen zylindrischen Behälter. Und Infusionsflaschen im Krankenhaus mitnehmen, dass es tropft. Nein, den muss ich aufsättigen. Ah, okay. Komplett wirklich nass machen oder gesättigt einbauen. Okay, also gut. Da kann ich dann weitere Tipps geben. Eine Folie habe ich noch. Ja, genau. Das ist jetzt der schöne Nullversuch von mir. Man sieht sehr schön, dass der Sensor unten noch nicht reagiert. Das ist jetzt wieder, wir sprechen jetzt wieder von dem. Das ist nämlich genau der Spitz da unten, weil der Kondensator erst nach dem Spitz beginnt. Ja. Sogar auf das reagiert der Sensor super. Das sieht dann nicht wirklich sehr schön aus. Und dann natürlich dieses nicht-lineare Verhalten. Da habe ich dann jetzt den Wasserstand aufgetragen schon, geht aber natürlich voll bis 70 cm und das mit Wasser. Das heißt, er löst mir wirklich von 0 Wasser bis 100% Wasser super auf. Das könnte die man rechnen. Die Nichtlinearität, okay, damit kann ich leben, denke ich mir. Kann man das noch gerade rechnen? Wenn natürlich. Ja, braucht man eine gegenläufige Ausgleichskurve und dann hat man linear. Das heißt, die Counts nimmt man, also die Raw Counts, so schauen die Raw Counts aus, der geht dann bis 700. Beginnt ein bisschen bei 210, schätze ich mal da jetzt. Geht bis ungefähr 700. Das ist meine maximale Spanne von dem Soil-Moisture-Sensor. Okay. Also eigentlich war das Ergebnis sehr überraschend für mich, vor allem weil er wirklich von 0 bis 100 funktioniert. Mhm. Ich kann ihn wirklich ins Wasser schmeißen. Aber super, Glücksgriff. Die Hausaufgabe bleibt, die Elektronik da hinten muss ich irgendwie dicht kriegen. Ja. Weil sonst kann ich ihn nicht versenken, weil ich muss ihn wirklich eingraben eigentlich, damit ich wirklich in den Wurzelbereich komme. Naja, oder wir reden mit dem, ob er nicht eine längere Version bauen will. Also das ist ja Open Hardware, wir können es selbst verbessern. Ja, ist natürlich möglich. Können wir darüber reden, den länger zu machen. Ich habe schon vor Jahrzehnten in Thomas Owen Zeit einen kapazitiven Sensor, den habe ich für Füllstandsmessungen verwendet, der ist so lang. Also ich schaut aber ganz ähnlich die aus. Elektronik danach zu bauen und werden mal schauen, was tut der Sensor. Okay. Das waren viele feine parallele Linien über die Länge gezogen. Das haben wir damals bei Häusermann im Waldviertel fertigen lassen. Als Print. Okay. Haben wir noch eine oder gebe ich schon wieder ab? Ja, eigentlich bin ich. Ja. Kann es eine Qualitätsverbesserung geben, wenn man den Formfaktor verändert, also vom Kondensator her, dass es nicht nur die beiden Seiten gibt, sondern eher so in Kabelform oder anders oder Rahmensender nachbaut? Es gibt auf der Homepage die Erstversuche von dem Entwickler. Ganz interessantes Foto. Er hat genau diese Gabelform verwendet und so. Denkbar ist alles, die Elektronik, auf die kommt es an. Weil ich habe da eigentlich sehr viele parallele Kapazitäten. Also eine Verlängerung wäre einfach eine Vergrößerung der Kapazität, was auch ein leichteres Ausmessen betrifft. Im Prinzip ist da selber ein kleiner Mikroprozessor drauf, der halt die Frequenz dann irgendwie bestimmt oder diesen bestimmenden Teil. Weil ein Kondensator ist immer ein frequenzbestimmender Teil und die Frequenzveränderung, die muss ich ausmessen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche sind eben nicht linear und manche funktionieren dann sogar linear. Das hängt mit dem 1 durch von der Kapazität zusammen. Okay. Ist soweit das klar? Ja. Wie viel Strom braucht, also wie viel Leistung verbraucht dieser Sensor? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Version im I-Quadrat C-Bus. Ich würde mir wünschen, dass es diese Version im SDI 12 gibt, weil da sind genaue Schlafmodi definiert. Und damit kann ich den ganzen Sensor wirklich schlafen legen. Also das wäre dann noch stromsparender. Ich schätze da einen Prozessor drauf. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemessen. Also ich werde es. Er freut sich sehr auf die Ergebnisse. Jetzt kann er sich noch mehr freuen, weil sie gut sind. Und ich würde ihn gerne auch einladen. Ich würde mal sagen, doch 5 mA mindestens gebe ich ihm. Mhm. So jetzt
Daumen mal Pi. Aber das geschätzt. Sind genau die richtigen Tipps. Wir würden gerne eine sehr energiesparende, solarversorgte Version haben. Und das scheint im Moment einmal jetzt alles mit dieser Busänderung, will ich sagen, richtig. Ja, aber energiesparend. Ich kann ja den Sensor, da er 5 Volt versorgt ist, okay, die Versorgungsleitung ein- und ausschalten. Das war meine nächste Frage. Ich muss ja nicht alle 5 Sekunden wirklich messen, weil da habe ich wirklich alle 5 Sekunden gemessen. Mhm. Wie lange muss ich ihn bestromen, in Betrieb nehmen, bevor ich einen Messwert lesen darf? Entschuldigung, jetzt habe ich dich nicht verstanden. Ich schalte ihn ein. Wie lange muss ich warten, bis ich vernünftige Werte kriege? Ist es eine Sekunde oder sind es 10? Oder? Also ich schätze mal, ich habe es dauernd laufen, aber 2 Sekunden, 3 Sekunden. Es ist ein Prozessor, also wahrscheinlich bootet er das gleich, aber der wird gleich online sein. Der Kondensator müsste eigentlich rasch anschwingen. Also maximal, 5 Sekunden ist schon viel zu viel, würde ich sagen. Ja, andersrum kein Problem, denke ich, oder? Wenn das mit diesem Observer-Pattern den Wert meldet, ist mir egal, ob das 3 Sekunden früher oder später ist. Die Vorgänge im Boden sind sowieso extrem langsam. Wasserbewegungen. Also, wenn wir wirklich hoch aufgelöst messen, messen wir in 10-Minuten-Rhythmus. Und das ist schon sehr hoch aufgelöst. Warum 10 Minuten? Damit wir wirklich Regenereignisse so erfassen, dass wir wirklich die Wasserfront, wenn es Richtung Grundwasser geht, erfassen. Also wir messen nicht nur in einer Tiefe, sondern wir haben so 3 bis 5 Ebenen oder Tiefen, die man im Boden vergraben ist. Also bis 1 Meter, 1,20 Meter messen wir. Für Bewässerung muss das ja reichen, wenn man jede Stunde oder sowas misst wahrscheinlich. Also das Problem ist, wenn es zum Regnen beginnt. Wenn, dann würde ich es auf jeden Fall mit einem Regensensor kombinieren noch. Oder eben, man hat ja Intelligenz dran, man kann ja der sagen, und bevor ich es aufdrehen will, misse ich noch schnell, um aufgrund dessen zu entscheiden, ob ich überhaupt drauf. Ja, das sowieso. Das wäre eigentlich die Quintessenz, weil es bringt ja eigentlich nichts, wenn gerade das große Gewitter gerade niedergeht im Garten und dann schalte ich meine Bewässerung noch dazu. Also ich würde jede halbe Stunde, das aber ist halbe leistbar. Stunde, ja, das ist richtig. Dann braucht man ja sehr wenig Strom, weil man den Sensor nur hochfährt. Ganz richtig, ja. Also man kann das so weit treiben, aber halbe Stunde würde ich sagen, ist das Minimum. Und ja, dann fange ich gleich an, entschuldige Wolf, ich fange gleich an mitzuschreiben, weil dann ist genau die Diskussion, geht los, wie kann man das ausbauen? Ja. Und ich bin jetzt ganz überrascht, also das kann man aber dann wirklich smart machen, auf Basis dieses Sensors und einem Wireless-Sensor-Network mit dem Merkur-Board. Ja. Macht das Sinn, das anzudenken? Ja. Und übers Merkur-Board einfach den Sensor ein- und ausschalten. Ja. Wäre die primitivste Variante einmal. Ja. Damit spare ich schon sehr viel Strom. Okay. Ich mache das in der Praxis, wie ihr habt zum Beispiel Tomatenstauden, also das Stück, dann brauche ich für jeden Staude eigentlich ich würde ja an strategisch günstigen Plätzen positionieren. Also ich denke mal so einen Garten, aber 6 Stück würde ich schon vergraben. Und wenn man so eine eigene Böschung noch zur Terrasse hat, das ist sowieso ein eigenes Kapitel. Weil warum? Da habe ich ja meistens eine Torfschicht oben oder irgend sowas, was man die Feuchtigkeit ein bisschen zurückhält. Mhm. Aber ich bin kein Gartenmensch, das heißt gleich dazu. Also die Blumen haben es mit mir nicht leicht. Aber das ist das, was ich jetzt so über die Jahre oder Jahrzehnte, fast ich auf der BOKU bin, so gelernt habe. Eigentlich bin ich Elektroniker und Carbonphysiker. Aber man kriegt es mit. Genau. Gerade wenn man die Messstellen dann aufbaut. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Na, dann gebe ich das Ruder wieder an. Wolfgang, vielen Thomas Dank. Dich. Gerne. Da mache ich jetzt einen Mini-Applaus. Dankeschön. Sehr schönes Ergebnis, also da freue ich mich, das jetzt dem Mick mitzuteilen, dass der da seine Elektronik, er hat das als Spaßprojekt begonnen, schreibt auf seinen Seiten. Und bei den Slides, die ich dann noch auf die Seiten stellen werde, kann man das dann nachher in der Linksammlung nachlesen, wie man zu dem Sensor hinfindet. Und ich, also für mich selbst habe ich beschlossen, das muss man... Also dieses Sensorprojekt würde ich dann wirklich als Teil vom Bewässerungsprojekt starten, mit diesen Tipps von Wolfgang, wie man Energie spart, in welchen Abständen man das sinnigerweise misst.
und natürlich immer wieder versuchen, den Preis von allem runterzukriegen. Das kostet 15, das Merkabord 35, kostet ein Sensor 50. Schauen wir mal, was geht. Vielleicht baut ja einer einen ohne Merkabord, der billiger ist. Darf ich gar nicht sagen. Okay, aber in Summe war das genau die Diskussion, die ich anregen wollte. Aber für mich ist jetzt auf der Liste, man kann in Richtung einer echten Smart-Bewässerung gehen, dass man mehrere Sensoren auf seiner Fläche verteilt und versucht, mit externen Daten, heißt mit Wetterdiensten, mit Wetterstationsdaten von der eigenen Wetterstation für das lokale Messen, mit dem Sensornetzwerk in Summe ein Modell zu rechnen, wo man gar nichts mehr einstellen muss. Die Zielsetzung lautet, die Bewässerung weiß selbst besser als man selbst, wie das Wasser rauszulassen ist. Das, also würde ich jetzt als jahrelanges Projekt sehen, bis man da hinkommt. Aber was weiß man, wie gut die Community ist und wer da noch alle mitmachen will, dass das dann vielleicht doch schneller geht. Jetzt möchte ich fragen, ob jemand würde auch dann mitschreiben mit einer ganz konkreten Idee für seine Bewässerung, für den, also wenn er jetzt den Status dieser Bewässerung kennt, das ist das Minimum, das ist eine Zeitschaltuhr, die man über IPv6 bedienen kann, mehr oder weniger, mit einem Knopf, und den Knopf hat man auch remote. In welche Richtung, hat jemand konkrete Ideen, mit der er hergekommen ist, wo er sagt, ja, das wird mir nicht reichen, da muss dazukommen, dieses. Ja? Ich brauche drei Gleise. Ja? Weil ja, wenn ich gerade rausgehe, rechts Töpfe. Ja? Da gibt es den Rasen und rundherum gibt es Sträucher. Das heißt, meine naive Vorstellung ist, ich verlege einen Topfkreis. Ja? Einen Kreis für die Sträucher und einen für den Rasen. Also tröpfchenmäßig, drei Ventile? Ja, beim Rasen ist halt der Rasen sprengt. Okay. Bei den Töpfen sind es Tröpfchen und bei den Pflanzen, in den Büschen, würde ich sagen, sind es auch Tröpfchen. Okay. Ich bin da kein Experte, ich habe gehört von Freunden, dass die Gläuche mit verschieden viel Wassermenge pro Stunde gibt. Welche die frostiger sind und welche nicht. Ja. Und welche die günstig sind und welche die teuer sind. Ja. Das ist ein wichtiges Feature, dass ich eben drei Kreise brauche. Okay. Und ein Feature, was ich schon herausgestellt habe, was ich brauche, ist irgendwie... Ich bin so frei, dass ich jetzt zu dir. Eine Wasserturbine, wo ich das Wasser mitzähle, was ich verbrickle. Weil nämlich ich schon den Fall hatte, dass ein Schlauch geplatzt ist und dann stand der Garten unter Wasser und ich war aber in Kärnten. Und die Nachbarin hat mich nur angerufen und hat gemeint, sie ist über den Zaun gekupft und hat das Wasser abtritt, weil es genug gegossen war. Bis in ihre Küche war gegossen. Naja, auf jeden Fall stand der Rasen wirklich unter Wasser. Okay. Und deswegen eine Sicherung einbauen, die ich an die Wasserleitung anschraube. Da kann ich abfragen, Bewässerung ist aus, Wasser rinnt leider noch, also muss ich irgendwo abdrehen oder Alarm schlagen. Ein Druckschalter. Also Wasserwerte machen das sehr häufig mit Druckabfall in der Leitung. Mhm. Wir hatten das Problem vor zwei Wochen, dass zu viele Leute gleichzeitig das Pool eingelassen haben. Die gedacht haben, es ist ein großer Rohrpunkt oder Leitung und dann das Haupt endlich zugemacht haben und wir alle kein Wasser hatten. Aber ein Druckschalter ist, um mit dem Druck zu messen. Ich glaube, es ist auch interessant, wenn man unten ansteuert, wie hoch der Druck in der Leitung ist. Also wirklich da mit Druckinformation. Da habe ich auch ein interessantes Erlebnis, dass der Druck ist nämlich wirklich ein Problem in Wien. Wir hatten mal in Esslingen, also im 22. Bezirk, einen Kleingarten und da hat in der Nacht manchmal der Boiler getropft. Mhm. Und dann haben wir geredet und haben gesagt, dann machen wir mal einen Manometer dran, das man macht, da gibt es also einen Zeiger, der den maximalen Ausschlag anzeigt und wir hatten da 10 Bar in der Nacht. Also war die Lösung ziemlich simpel. Man kann eben seine Druckminimierer einbauen, dann haben wir nach dem Wasserzähler eingebaut und der Spruch war vorbei. Okay. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dort, wo ich jetzt wohne, im 7. Bezirk, wie viel Wasserdruck ich dort habe, weil der Schlauch platzt in der Nacht. Und vielleicht brauche ich dort auch einen Druckreduzierer. Ja, weil das Ventil da ist ausgelegt für maximal 10 Bar. Also ja. Das und zerreißt sie dann so ein massives Ventil. Und in der Nacht gibt es nachweislich Orte, wo man 10 Bar hat. Okay.
Also ich kann, als Vorschläge habe ich mir ein paar Dinge überlegt, also den Experience Process lassen wir weg, aber eine Grundfrage für mich ist, wer tendiert zur ganz normalen Zeitschaltuhrbewässerung und sagt, das muss mehr können, ich brauche mehr Intervall, ich brauche einen Morgen- und einen Abendintervall, ist das mit Aufzeigen, ist... Was sagst du? Du sollst nicht den Kugelschreiber klicken. Oh, Entschuldigung. Also da haben bis jetzt zwei aufgezeigt, habe ich es richtig, war ich auch kurz abgelenkt, vielleicht. Also das ist gar nicht so das heiße Thema. Mehr Intelligenz würde ich mir wünschen. Also die Smart-Variante mit Sensorik und selbstregulierend mehr in die Richtung sollte man gehen. Was häufig ein Problem ist bei größeren Grundstücken des Druckabfalls, wenn man sehr viele Sprinkler hat. Mit jedem Sprinkler verteilt sich natürlich der Druck. Okay. Und man kann es dadurch lösen, indem man verschiedene Kreise der Reihe nach anspannen. Also um 7 Uhr die Sträucher, um 8 Uhr die Blumen und um 9 Uhr den Rasen. Ja. Und damit steht mir auch gleichzeitig eine konstante Druck zur Verfügung, also verschiedene Kreise nacheinander schalten. Was für mich noch interessant wäre, die Ladestandsanzeige sagen, den Pegel einer Zisterne. Das heißt, wenn man Regenwasser sammelt, kann man damit ja auch wunderbar Geld einsparen, indem man das als Gießwasser benutzt, was angeblich auch besser ist für die Pflanzen. Das Problem ist, was ist, wenn die Zisterne leer ist oder wenn der Brunnen ausgesaugt ist. Ja, und das, trocken laufen. Ja. Die Sensoren dafür gibt es, aber die müsste man einbauen. Genau, also ich weiß, die Ultraschallsensoren, die sind ziemlich teuer. Ja, die sind auch kapazitiv. Ich denke mal, das kann man... Chipsensor, also den, ja. Eigentlich den müsste man brauchen. Im Prinzip ja, man müsste nur länger haben. Ne? Man hat das Gefühl, ja, du brauchst eigentlich einen nur unten, der sagt, bist schon unter dem Füllstand X oder Y. Ja, genau. Und du weißt, du bist nur eins und kommst es nicht. Man könnte den an den Boden setzen und einfach als Wasserstandsmesser. Oder als Schwimmer benutzen. Ja, geht schon. Schwimmer mit der Seite. Wie mein kapazitiver Sensor gebaut hat, den ich als Füllstandssensor wirklich konzipiert habe, aber da hatte ich ein Hauptproblem, die Tropfen, die da hängen bleiben. Aha. Also man muss dann den Offset noch berücksichtigen. Blöd ist natürlich, wenn da wirklich massive Tropfen bleiben, da muss man dann irgendwo einen Schwellwert stellen. Aber kann man durchaus verwenden. Weil ich habe doch, ich glaube 350 Digits habe ich einen Unterschied zwischen Vollwasser und... Wenn ich das auf 2 Meter hochziehe, dann... Es reicht mir, es geht aber darum, dass die Pumpe nicht leer rennt und dann. Ja. Also das natürlich auch für Brunnenbesitzer recht interessant ist, um den Grundwasserlevel irgendwie. Bei mir ist das ein Thema. Ja. Der Herbert Bubeke hat so ein ähnliches Problem. Der hat eine neue Wohnung gezogen und nach einem Regenguss hat es getropft von der Decke. Dann ruft er den Vormieter an, sagt, was ist da los? Sagt er, ja, das ist einmal im Jahr, da muss drauf gehen. Am Dachboden, da ist so ein riesen Zisterne, da gehen dann drei Dachrinnen rein und geht ein Rohr weg in den Kanal. Und einmal im Jahr muss das putzen, weil dann verstopft es und das Ring voll. Ja. Aber da vergieße ich immer drauf, so wie du, teilweise vergessen zum Sagen. Ne? Buchecker sagt, der Herbert, untragbar, ich brauche einen Pegelmessstand in diesem Gefäß, was hat er gemacht? Da gibt es diese Ultraschall-Sensoren, die kosten nicht viel, die gibt es um 3-4 Euro bei Amazon. Die haben wir ans Merkur-Board gehängt und das ist eben ein Sender, den Bänger nebeneinander und dann kann man die Zeit messen, wenn man den Impuls dranhängt, kann man die Zeit messen, wann kommt er wieder zurück und das kann man mit dem Merkur-Board recht gut auflösen und er hat sich so einen Pegelmesser gebaut und er meint, das geht ganz fein. Ja. Es gibt genau das gleiche, das fixfertiges Ding um 250 Euro bei Amazon, das hat über die Ultraschall. Ich war schon knapp vor einem Beschlag noch. Okay. Na, wir haben das mit Merkur-Board. Die Reflexionszeit von der Wasseroberfläche und die sind dann unglaublich teuer, weil du halt das messen musst, wenn du einfach einen fixen hast. Ja. Die Geschwindigkeit ist halt unterschiedlich, ob du im Wasser bist oder außerhalb. Das reicht um plus oder minus. Das heißt, in der Größenordnung tut es dann auch schon einen Druck aufnehmen. Ich kann unten bei der Tonne einen Druckaufnehmer montieren. Dann bin ich aber auch bei 100 Euro.
wenn ich schon so viel ausgebe, damit ich genau weiß. Mein Vater hat sich für die Zisterne, die Seehand irgendwas gekauft, das einfach wie ein Schwimmer funktioniert und der hat einfach nur drei Stufen oder sowas, wo der Schwimmer die Verbindung macht und dann sagt er, es ist halb voll, es ist ungefähr, es ist ungefähr drei Stufen. Machen wir das dann mit drei Metallschalen versetzt sind. Und dann messe ich einfach, wo habe ich genau Durchgangs. Die alte Wohnbilder benutzt. Ja, also wir haben eine Anzeige, was so ist. Das gibt es auch für das Leben. Ja. Okay. Mit Gummidichtung, das ist eigentlich für Kaffeemaschinen. Ne? Und es gibt das Ersatzteil und da bohrst du locker in die Tonne. Ja. Und dann schraubst du es zu mit Gummidichtung. Das gibt es eben auch Gewinn. Ja, ja. Dann ist es so in der Tonne drin. Und wenn da Wasser drin ist, ist der dann wieder oben. Und wenn das Wasser weg ist, geht es runter. Ja. Tue ich mir nur schnell kommen. Ich meine in einer Regentonne. Ja, ja. In einer Tonne könntest du auch direkt auf den Ultraschall machen oder eben mit verschiedenen Umschüttungen. Aber ich finde die Idee auch sehr schön, dass man ganz einfach den Widerstand misst oder das Kondensatorprinzip, wenn ich da zwei lange Dinge unten habe, wo es sehr okay ist. Vorsicht mit Widerstand messen und Kondensator. Das ändert sich. Wenn das alt ist, das Wasser, kommt was komplett anderes raus. Oder wenn da Stickstoffe drin sind, das jetzt destilliertes Wasser ist. Also das kann von bis gehen. Aha, total. Also der Kondensator ist absichtlich isoliert. Okay. Aber das mit der Leitfähigkeit, mit den Stäben, das funktioniert wunderbar. So ein Gerät habe ich zur Bestimmung des Kabels, also der Durchlässigkeit des Bodens. Nur ist es dann nur 5 cm, habe ich 6 Stäbe, über die Zeit funktioniert wunderbar. Ja. Und der letzte Punkt, da bin ich auch schon weg. Zugabe von Dünger. Pflanzenwachstum, Sie wissen das nicht besser, aber hat ja immer was mit Dünger und Nährstoffen zu tun. Mineralgehalt des Bodens ändert sich und damit dann die Grunddaten geändert. Nein, ich bin jetzt nicht der Profi, was Gartenwachstum betrifft, sondern als Endanwender, mein Wunsch wäre, dass die Pflanzen schön rot grün werden und sie glücklich sind. Und ich als Konsument habe gelernt, ab und zu wollen die Dünger, weil sie haben Nährstoffe. Das kann man auch gleich in die Bewässerung tun. Wo ich sagen kann, okay, vielleicht kann man das irgendwie zumischen, dass ich es halt nicht überdünge, weil das habe ich auch schon gelernt, und den Rasen getötet mit Überdüngung. Mhm. Es gibt auch so Flüssigdünger, ne? Also so irgendwie portionieren und so weiter, und damit für glückliche Pflanzen sorgen. Okay. Also ich sammle jetzt mal alles ein, wir haben ein Zeitproblem. Also freut mich ja, dass. Das Messen tut mir natürlich da schwer. Also Nein, dann kannst du mit Zeit gehen oder einmal jedes Vierteljahr, dass man dann eine gewisse Menge dazu mischt. Ist aber leider auch pflanzenabhängig. Nicht jede Pflanze braucht den gleichen Dünger oder die gleiche Menge an Dünger. Also dann wird es wirklich schwierig. Vielleicht pH-Wert vom Boden auch ein Thema. Nochmal? pH-Wert-Messung. Ja. Weil damit kann ich eben. Diese Sensoren sind sicher teuer, oder? Die pH-Wert. Für Make-up Sinn machen würde ein Luftfeuchtigkeitsmesser. Ja, dass ich das berücksichtige, bevor zum Beispiel die Sprinkleranlage sich einschaltet. Ja. Und ich habe es eingestellt, dass jeden Tag in der Früh um 9 schaltet sich ein, aber eben wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, wenn Tau ist zum Beispiel, oder es kommt ein Regen, das. Ja, das ist das Thema Wetterstation. Ich glaube, das ist unzweifelhaft, dass irgendjemand eine der Wetterstationen. Es geht relativ einfach. Dieses Ding misst Temperatur und Luftfeuchte und mit der richtigen Software sagt einem das Ding sogar den Taupunkt. Kostet 4 Euro, 2,50 Euro. Ist das die SAT? Das ist der DHT 22. Ja. Also, ja. Funktioniert relativ gut. Ja, ja, schon, ja. Das gibt es auch im Außenbereich die Kapsel, das Ding ist ca. so groß, steckt aber genau dasselbe drin und kann konkret werden. So steckt in unseren Bodenplatten. Ja. Und wenn wir Glück haben, wir können abfragen. Ich habe da kein Internet. Internet brauchen wir nicht. Kein Internet. Okay. Ihr habt Internet, ich habe da keins. Also wir können da abfragen. Ich habe eine Gartenbewässerung, die braucht jetzt noch kein Internet. Also, aber ich habe wirklich verstanden, dass mehrere Leute, der Ralf Schlatterbeck, Harald selbst hat eine Wetterstation
Und das ist aber wieder ein eigenes Projekt, das natürlich mit der Bewässerung zusammenwachsen wird. Weil wenn wir das schon im Verein als Projekt haben, werden wir das natürlich verbinden, die zwei Sachen. Ich sage nochmal, wir haben ein Zeitproblem, also wir können jetzt einfach bis zum Ende die Vorschläge durchdiskutieren. Das, was mir leid täte, ist, dass der Hannes seine Windows 10 IDE auf Eclipse-Basis den Wolfgang nicht mehr vorstellen kann. Das dauert, glaube ich, 10 Minuten. Weil dann können wir uns ja auch vornehmen, dass wir sagen, ich hätte noch ein paar Inputs, was man mit der Bewässerung insgesamt machen kann. Jetzt nicht so auf der Sensor-Aktor sonst was Seite. Trotzdem würde ich es gerne schnell durchgehen und die letzten 10 Minuten darf der Hannes das zeigen, weil das würde ich dann wirklich gerne auf den Seiten veröffentlichen, dass wir die Windows-Nutzer nicht aussperren. Ich hätte noch eine Sache einzuwerfen, und zwar eine gute Idee wäre dann, alle diese Bewässerungen in irgendeiner Form womöglich einmal dann Daten zu sammeln. Ja. Und wenn der links von einem ist, sagt, bei mir ist ein Gewitter, wie muss ich reagieren? Okay, rechts dass davon. Sich die untereinander unterhalten. Könnten, muss ja nicht sein. Na, wir als Vereinsmitglieder werden uns das sicher gegenseitig können. Ja, ja. Das stimmt. Ja, meine Frage, ja. Das ist ein Fortführung. Also Kontakt ist ja irgendwie Anmeldung, also absolut, ich habe jetzt nicht konkret einen Termin für euch. Aber es macht Sinn, da gleich weiterzumachen. Also wichtigste wäre, alles, was ich heute präsentiert habe, auf den Vereinsseiten zu publizieren, die Slides, die Links und so weiter und vielleicht auch schon die Inputs dazugeben, dass man sieht, also die Idee Pflanzenbewässerung erlaube ich mir jetzt effektiv zu einem Vereinsprojekt zu erklären und nicht zu einer Vereinsidee. Da kann man sinnvoll daran weiterbauen, die Inputs werde ich hineinverarbeiten und dann den Source Code reinstellen und dann würde ich gerne dann eben wirklich einen Abend machen, wo wir wirklich mit den Devices hierher kommen und umsetzen, also im Sinn von Flaschen programmieren und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten von was auch immer durchdiskutieren und auch diesen Sensor ganz konkret, dass der bald zur Verfügung steht, weil die Entscheidung ist klar. Der wird mit hineingenommen. Also wir haben erst eine Messung gemacht, aber die schaut schon. Da bin ich optimistisch. Gut, weil dann müsste nur jemand noch auf die Uhr schauen, dass wir dann die um 21.50 die Bremse ziehen. Ich will schnell durchgehen. Ja. Also mir ist eine Frage, ist ganz wichtig, eine coole Android-App zu haben für das Ganze. Ist das eine hohe Priorität, wer das gerne möchte? Schauen, dass man das macht, okay. Die man dann in einem Robber auf irgendwelchen Libraries einstellieren kann. Gut. Aber das wäre, glaube ich, besser vom technologischen. Ja, und wer raus muss, dann sage ich vielen Dank fürs Kommen und ich informiere euch. Also wenn ihr, wichtig ist mir, ich habe jetzt die Namen nicht alle im Kopf, ihr seid über Meetup informiert worden, die letzten vor zwei Tagen oder vor eineinhalb, dass die Erinnerung ist gekommen über den Weg. Das heißt, wenn ich die hier waren, sich registriert haben, nochmal rausschicke mit den Daten, kommt das zu euch. Stimmt das? Müsste. Oder was eine Eventbrite-Erinnerung? Bitte? Genau, Eventbrite, ja. Aber die Erinnerung kam über Meetup oder nicht? Genau, schon. Gut, dann schicke ich das über den, alle, die sich angemeldet haben, über Meetup und Eventbrite schicke ich das dann auf. Die Spendenbox will ich noch erwähnen. Okay. Hat uns gefreut, danke, tschüss. Ja, dann ist mir immer wieder ein Punkt, dass eben der Border-Router und das Ganze, das kann man lösen, indem man eben zu einem Abend kommt, wo das im Detail vorgestellt wird. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es geschickt, haben wir das Teil da liegen, Hannes? Das ist so schön klein, dass ich mir denke, jemand, der nichts am Hut hat mit Home Automation, der nur die Bewässerung will, das ist der kleinstmögliche Border-Router. Da kann man OpenWRT reintun und sogar, soweit ich verstanden habe, einen GSM-Stick, dann kann man
die Gartenbewässerung auch irgendwo im Feld installieren, in der Datscha, ohne irgendeine Verbindung außer GSM. Aber das überlege ich, das zu machen. Ich will nur umgekehrt fragen, habt ihr alle die Situation, dass ihr ein Haus habt mit 230 Volt und da steht ein richtiger Access Point oder ein Internet-Router und ihr könnt dort einen Minicomputer hinstellen. Trifft das zu? Nein. Was ich interessant finde, ich habe einen Selbsterntegarten, da kann ich jetzt nicht unbedingt selbst bewässern, aber ich würde es cool finden, irgendwie Sensorwerte zu nehmen. Ja. Dort würde ich aber nicht unbedingt irgendwie einen Router hinstellen, sondern wenn ich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche hingehe mit einem oder es ist irgendein Knoten in der Nähe, der die Daten collecten kann, dann wird das komplette Mesh-Netzwerk sendet alle Daten. Das ist ein interessanter Fall, ja. Das heißt nicht mal ein Minicomputer, sondern das müsste eigentlich mit Batterie und Solar alles loggen. Ja, okay. Die Daten haben, und dann geht man nur hin und holt sich, müsste der Harald jetzt sagen, haben wir 2,4 GHz, aber nur 802.15.4, das kann kein Handy. Wie kriegt man das raus? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, was ich mal eben bauen will, auch für Kärnten. Das sind kleine Sensoren mit GSM-Funktionen drauf, mit einem kleinen Akku drin. Der muss man nicht minütlich senden, ja, der kann man Daten sammeln und geschwind übermitteln. Und es gibt jetzt neue GSM-Module, die kosten $5. Ja. Da steckst du eine SIM-Karte rein, kannst mit MerkurPod oder irgendeiner Android verbinden. Brauchen natürlich einen LiPo-Akku, weil die ziehen ja bis zu 2 Ampere, diese GSM-Sticks, wenn sie senden. Weil die haben eine ganz andere Leistung, ein Handy, wie ein WLAN-Router oder irgendwas. Ne? Aber wenn man da einmal am Tag die Daten übermittelt, reicht das vollkommen aus. Und da kann man einfach solche SIM-Karten reinstecken. Ne? Solche, von 3 gibt es, glaube ich, sogar eine umsonst für dieses Vernetzungsprojekt von der EU, das ohne Kosten geht. Ne? Die SIM-Karte geht immer, dafür haben halt nur minimale Datenmengen. Und da möchte ich jetzt ein paar Module bestellen aus China. Wahrscheinlich 10, ne? Wenn ein Sinn ist oder so. Und da können wir ja sowas probieren, einen Sensor mit GSM. Wie heißt der Sensor? Weißt du das? Schon nach bei electrodragon.com. Ein Breakout-Board. $5 irgendwas. Also ich muss so sagen, ich kann es jetzt nur sammeln, ob wir das schaffen, alles abzuarbeiten, aber ich habe den Eindruck, da werden sich innerhalb dann wieder Gruppen bilden und jeder wird sagen, ich würde gern das, ich würde gern das. Im Moment sind wir in der Phase, wo wir eher alles einsammeln. Der Harald hat schon erwähnt, der Durchflusszähler für die Leckerkennung ist, also so ein Sicherheitsfeature ist eine wichtige Sache. Anbindung von Wetterdiensten, ich glaube, da gibt es auch keinen Zweifel, das ist dann immer nützlich, wenn man sowas reinholt. Und ja, der Markus Briesch hat ein sehr interessantes Modell gehabt, wo er einen Heizungsventil mit so einem Stiftel, mit einem Motor raus und reinfahren lassen will, damit er ein regulierbares Ventil hat. Ich meine, das wird er so oder so machen. Frage ist, ob sich jemand für ein regulierbares Ventil, ein günstiges, interessiert. Ist das für jemanden ein Anwendungsfall? Könnte sein. Okay, aber das... Okay, ja. Wenn ihr jetzt nicht noch Ideen habt, dann glaube ich, können wir den Hannes eh schon langsam ranlassen. Gibt es noch irgendwelche wichtigen, fehlenden Bausteine? Ja? Ja, ja. Und zwar, oft reicht es, glaube ich, schon, wenn einem einfach die Pflanze sagt oder erinnert, ich möchte gegossen werden. Also ganz ohne die Bewässerung, das ist dann vielleicht auch noch die Minimalversion. Achso, das muss ich dazu sagen, das Spaßprojekt ist die Minimalversion. Da muss man sich das bestellen, weil es gibt die, sage ich mal, weniger verspielte Version, das heißt dann I²C Soil Moisture Sensor von dem MIG. Ich habe hier die Version, weil ich dachte, es gibt nur diese, die hat eine Grille drauf. Hier hinten sieht man das. Das misst und wenn die Pflanze zu wenig Wasser hat, nach Meinung dieses Sensors, dann fängt sie an, bei Tageslicht wie eine Grille zu zirpen. Ich hätte dann gerne eine E-Mail oder sowas.
Da kann man dann ein Mikro daneben setzen und wenn es die Grille hört, schickt es eine SMS weg. Wie heißt es? If distended, ja. Genau. Aber da muss man wieder ein Merkur-Board drauf tun, wo man halt eine Internetverbindung hat. Also das ist die, wirklich die Minimalversion. Das ist zu, also man sagt ein Schwellwert, muss ich den noch fragen und dann macht es Lärm am Tag. Dann weiß man, die Pflanze braucht was. Das schreibe ich mir jetzt noch auf. Ein Sensor mit aktiver Meldung eines unterschrittenen Feuchtigkeitsgrades. Mit Internetanbindung. Ja, klar. Ja. Twitter. Deine Pflanze ist tot. So, Hannes. Freue ich mich. Also, einen Satz, mich interessiert eher die Merkur-Board-Sache nur zum Wählen und zum Sensor auslesen zu haben und die Intelligenz auf der anderen Seite vom Mail-Shooter zu haben. Ja, klar. Also, das ist dann auf meinem Raspberry Pi oder wo auch immer, was auch immer, dort die Intelligenz zu haben und man schickt dann das Merkur, also über das Merkur-Board und jetzt nicht drauf, jetzt dreht bitte. Ja. Das ist die zentrale Regelung und die ist ja leicht machbar jetzt schon. Da gibt es eine Ressource, die heißt A-Relais 1 bis 8, derzeit 1 bis 4, und dann schickt man da rein. Genau. Aber das ist für mich eher das Interesse, die Achso, Hannes, ich wollte nur schauen, was ich da habe. Ich habe so viele Slides gemacht.